So, willkommen zurück zu einem neuen Part The Legend of Zelda Breath of the Wild. Heute mit neuem Mikrofon. So. Und ihr dürft euch bei Omega bedanken. Man kann das, also ich weiß jetzt mit wie viel Herz man das Schwert ziehen kann, und man soll angeblich nur 13 brauchen. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, so 12, 13, 14 mit den Zusatzherzen. Keine Ahnung, ob die gelten oder nicht. Nee, die gelten nicht. Du scheinst ängstlich geworden zu sein. Stell dich der Prüfung, sobald du genug Mut gefasst hast. Okay. Wir werden... So, jetzt haben wir auch den Vater des Helden. So, das ist jetzt so, dass halt, dass der hinzugefügt wurde, ne, weil ja jetzt auch das Update da ist. Und irgendwie, ich weiß nicht, den Fernseher sieht noch recht komisch aus. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Bild noch nicht wirklich eingestellt ist, wirklich gut. Weiß nicht, ob es daran liegt. Naja, das sieht ja auch eklig aus. So. Habe ich vielleicht zu viel Farbe? Ich glaube, ich habe zu viel Farbe, ne? Zu wenig Farbe. Also es ist schon ein bisschen mehr Farbe. Ein bisschen mehr Kontrast, aber es ist halt irgendwie... Soll ich sagen, es ist so... Boah. So ein ganz komischer Farbton. So ein komisches Schwarz. Dann brauche ich mehr Helligkeit. Ich brauche, glaube ich, mehr Helligkeit hier, sehe ich gerade. Okay, jetzt gefällt mir das besser. Gut, schauen wir mal. So. So ist ja lustig. Man sieht jetzt auf jeden Fall, wo man schon genau war und wo noch nicht. So, und bei mir führt es sogar noch bis zum Plateau zurück. Das ist doch gut. So, und ich wollte jetzt irgendwo hin, wo man beten kann. Genau, den habe ich noch nicht geschafft. Da bin ich gestorben, komischerweise. Firone. Ach ja, okay. So, wo kann ich denn jetzt mal auf die Schnelle diese Statuen abgeben? Hier, ne? Nee, doch. Wo war denn das jetzt hier mit den doofen Siegel der Bewährung? Kann ich hier? Nee, hier ging nicht. Ach man, Kakariko ist jetzt wo? Ich sehe nicht durch gerade. Durch diese ganzen Dinger hier. Hä, was passiert denn jetzt? Ach, man kann sich das dann auch noch angucken. Okay. Okay, ist ja lustig. Kann man zählen, wie oft man gestorben ist oder was? Ist ja interessant. So, es ist auf jeden Fall total ungewohnt, auf einen anderen Monitor zu spielen. Ich meine, jetzt hier auf einem großen Fernseher, wo ich knapp davor sitze. So, und für jeden, der jetzt nicht unbedingt meine Livestreams verfolgt, ich habe den Raum gewechselt. Also sprich, ich bin, weil saß vorher in der Küche und sitze jetzt in der Abstellkammer sozusagen. Ist vielleicht keine große Verbesserung, nur, dass ich in der Abstellkammer halt meine Ruhe habe und machen kann, was ich möchte halt, weil ich halt meine Ruhe habe. So. Und jetzt wollen wir eine Runde beten. So, ich habe bitte Herzen. Ja. Und noch ein. So, Mann, das dauert ja Ewigkeiten. Ja. Zack. So, ich habe bitte noch mehr Herzen. Jetzt. Wie meine Tochter die ganze Zeit und so macht. Das ist schon voll lustig.
So. Bringe den Frieden zurück nach Hyrule. Das werden wir machen. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. So. Teleportieren. Tja. Was habe ich letzte Woche gemacht? Letzte Woche habe ich versucht, eine Erdung herzustellen. Hat erst nicht geklappt. Und dann habe ich das richtige Zeug mir zugelegt. Habe an dem Kabel, was jetzt hier in diese Kammer führt, also es war der Vormieter, der hat die Erdung nicht angeschlossen. Also irgendwann auch mal richtig krasser Scheiß passieren können. Mit Abfackeln und hast du nicht gesehen. Die Waffentasche ist voll. Okay. Was ist denn jetzt, wenn ich das Schwert nicht nehmen kann? So. Halten. Mal sehen, ob er mich nur getrollt hat oder es wirklich so ist. So. Er hat mich nicht getrollt. Das ist really gespoilert von Omega. Ich hab das Master Sword. I got the Master Sword. Nice! An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priester. Großer Deku-Baum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ja, natürlich macht er das. Ich... Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. Tja, was die kleine Püppi bloß hat. Aber sieht ja da schon ganz schön ramponiert aus, ne? Das Master Sword. Sieht schon ganz schön ramponiert aus. Und wir haben aber ein heiles Master Sword rausgezogen. Also heißt es ja, dass das Master Sword in Verbindung mit uns steht. Das heißt, wenn wir sterben oder wir defekt sind. Hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Geht auch das Master Sword im Popo. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die hohe Priesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Nicht wahr? Diese
Dieses legendäre Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen und die Verheerung zu bekämpfen. Nur der vom Schwert erkorene Held kann es führen und ich habe fast Pipi in den Augen. Der Name dieses Schwertes lautet Master Sword. Wenn du der Verheerung Garnon und ihren Manifestationen gegenüberstehst, wird es von heiligem Licht erfüllt werden. Du darfst es jedoch auf keinen Fall überbeanspruchen. Schwingst du es zu oft umher, wird es schartig werden und seine Kraft verlieren. Sollte das passieren, musst du warten, bis es sich regeneriert hat. Nach 100 Jahren bist du wieder mit deinem stählernen Freund vereint. Geh achtsam mit ihm um. Dann wirst du hoffentlich auch bald die andere Mitstreiterin wiedersehen, die seit 100 Jahren auf dich warteten. Auf dich wartet. So, das Schwert des Helden haben wir geschafft. Okay. Jetzt können wir zu Ganon gehen, ne? Jetzt können wir zu Ganon. Aber es ist nicht so stark. Nicht so stark, wie ich dachte. Ne? Es ist nicht so stark, wie ich dachte. Was war da? Eine Route oder was? Ja. So, aber es heißt ja, dass ich jetzt. Ups, dass ich jetzt eine Waffe mehr habe, oder? Ja. Irgendwie schon. Kann ich denn die Waffen noch mehr erweitern? Oder nicht? Mensch, in diesem Wald ruckelt das ey wie Hölle. So, aber wo geht's da jetzt noch hin? So, ich müsste ja eigentlich mal kurz zu der Pippi gehen, weil die ganze Zeit eigentlich nach mir ruft. Ich werde mal kurz zu der Pippi gehen. Bin gleich wieder da, Leute. Beziehungsweise ihr kriegt das ja eigentlich sowieso nicht mit. Ich müsste sozusagen rauszoomen, dass es kleiner wird, damit es besser wird, sozusagen. Ja, was wird's? So. So, 3, 2, 1, Cut. So, oh, und hier gibt's wieder den Wald. Und wahrscheinlich nicht wieder einfach so langlaufen kann, oder? Kann ich jetzt hier einfach so rauslaufen? Das sieht sehr, gerade sehr, du wirst jetzt gefressen aus.
Irgendwer ist da. Irgendwer ist da. Hoffentlich kommt er klar. Sprechen. Oh, du bist der Held, oder? Du bist sicher wegen der Prüfung der Crocs hier. Bitte sag ja. Eigentlich nicht, aber ja. Puh, oh, puh. Sehr gut, in diesem Fall könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun. Es ist so, Foxinus hat sich in den Kopf gesetzt, die Prüfung der Crocs zu machen. Normalerweise wäre ich ja mitgegangen, aber er wollte unbedingt alleine gehen. Also habe ich ihn ziehen lassen. Und jetzt mache ich mir solche Sorgen. Könntest du ihm nicht heimlich folgen, also so, dass er dich nicht sieht? Bitte, bitte. Gibt's irgendwelche Schleichglöckchen? So, dann folgen wir ihn mal. Wer war da? Okay, er hat ein bisschen Schiss, würde ich sagen. So, laufen wir ihn einfach hinterher. Aber... Kinderleicht, das alles. Ja, sagt er so. Den Baum kenne ich. Oh, hier gibt's ja einen Schrein. Gar nicht so einfach, ihn zu folgen. Aber es macht Spaß. Auf jeden Fall Spaß. Aber man sieht ihn halt kaum. Wir verfolgen dich, wir verfolgen dich. Da gibt's Honig da oben. So, wir werden ihn einfach verfolgen. So. Ah, Zahnen ist nicht so schön, ne? Nein, nein, nein. Da sind Äste runtergekommen und hat sich. Und der kleine Mann hat sich vor erschrocken, ey. Der kleine Mann hat sich voll erschrocken. Also wenn jetzt gleich lauter wird, die kleine Püppi, dann muss ich da nochmal hingehen. Da sind schon die Blumen. Die Hälfte ist geschafft. Okay. Na gut. Der ist ja niedlich, der Typ. Der ist ja niedlich von hinten jedenfalls. So. Dann verfolgen wir ihn. Weiterhin. Gesehen. Nein, bin ich gar nicht. Na toll, ich wollte doch allein schaffen. Jetzt kann ich von vorne anfangen. Oh nö, ist jetzt nicht dein Ernst. Oh nee, nochmal. Nee, da mache ich dann lieber doch was anderes. Sonst habe ich dann keine Lust nochmal, wenn es nicht unbedingt sein muss. Fragst du ihn, er hat dich wirklich gesehen? Was? Er ist wirklich sehr nervös und zuckt bei jedem Schatten zusammen? Aber er hat sich trotzdem wieder auf den Weg gemacht. Wenn du ihm also wieder fragen könntest, das wäre doch toll. Nee. Nee. Ich werde jetzt Richtung Plateau gehen. Aber mir vorher krasse Pfeile kaufen. Zwar hier. Nee.
Habe ich überhaupt genug? Ja, Tino war das nicht. Hier. So. So, die kleine Papi, die macht halt kaum Geräusche. Es ist halt so ab und zu mal so ein und das war's. Ah, das ist für mich kein Grund, jetzt gucken zu gehen. Jetzt wirklich anfängt, so wirklich, wirklich laut, ja, so wirklich laut anfangen würde. Auserwählter. Dein Name ist Link. Ach so. Es ist an der Zeit, dich einer großen Prüfung zu stellen. Ja. Da, wo du das Masterschwert aus dem Stein gezogen hast. Gehe zum großen Degebum Wald der Krux. Er wird dir den Weg zu dieser Prüfung weisen. Die machen wir aber, wenn dann, nein, im Livestream. Und nicht hier. Bernstein. Warum hat er jetzt gewackelt? Pff. So. So, antiker Pfeil hätte ich gerne. Aber ich habe keine Holzpfeile. Dick. Wie viel habe ich denn? 3 Stück. Tja, dann geht's wohl nicht. Aber ich könnte mir locker die antike Rüstung basteln, ey. Ich habe nicht genug Rubine. Rubelo. Jürgen. Gut. Dann muss es ohnehin. Hier waren, glaube ich, jetzt noch 2 Türme. Einer war, glaube ich, hier. Und der andere war hier. Wir werden von hier dahin gehen. Und ja, ich weiß, ich habe noch nicht alles gesehen. Das ist jetzt auch kein 100% dran. Ich glaube, ich habe von Anfang an gesagt, ich mache kein 100% dran. Weil ich mag endlich unterwegs The Legend of Zelda zocken, ey. Es ist halt schwierig, wenn du in der Woche immer nur so 4, 5, 6 Stunden aufnehmen kannst. Dann ist halt schwierig, weil bei so einem Spiel wie Zelda kommst du dann halt nicht durch. Beziehungsweise es dauert dann halt eine halbe Ewigkeit. Und hier ist gerade Regen. Achso, falscher Dings. Hä? Ich bin jetzt zum Falschen gegangen, ne? Ne, Wald von Hyrule. Ne, 2 richtige. Okay. So, aber ich will. Ne, den haben wir. Den haben wir auch. Da ist einer. Okay. Was gibt's da noch? Das scheint nicht interessant zu sein. Okay. Dann wollen wir mal in die Richtung von Ganondorf. Oh, was hat denn jetzt meine Große? Die hat doch schon geschlafen. Was ist denn los, Mausi? Was ist denn los? Was ist alle? Oh, bitte komm mal her, ich verstehe kein Wort. Ach. Irgendwas ist nass, habe ich verstanden. Ich muss da mal noch mal kurz hin. Bis gleich. Was ist nass? Warte, sag nix. Shh, Mann, komm doch schon. Mach doch mal den
Thank you.
So, ja da. Tja, ist schon geil, wenn dann die Tochter auf einmal das ganze Bett voll kotzt und das so stinkt, dass man beinahe selber noch hinkotzt. Naja, ist halt dann schon richtig lecker, lecker. Naja, eigentlich nicht, aber was soll's. So. Und jetzt sind wir gleich in Schloss Hyrule. Und von der Seite bin ich zum Beispiel noch nicht nach hier gegangen. Ich bin von der anderen Seite, von vorne hingegangen. So, und da ich ja jetzt ein bisschen stärker bin, also ich bin mal, also das habe ich auch nicht aufgezeichnet, da gab es nur, glaube ich, einen Livestream von, wie ich mit einem zweiten Spielstand da mal hingelatscht bin, weil mir gesagt wurde, es soll angeblich richtig schwierig sein, da hinzukommen und so. Und naja, so schwierig war es dann doch nicht. Genauso wie es jetzt auch nicht so schwierig war. Aber ich glaube, von der Seite ist generell nicht so schwierig. Hier ist vielleicht eher mit dem Hochklettern, also mit dem Hochkommen ein Problem. Weil es ja erstmal der Erste, der uns da irgendwie trifft. Siehst du, der zielt schon, während die Cutscene kommt. War schon ein bisschen mies, würde ich sagen. Jetzt bin ich ja gespannt, was passiert, ey. Also sie sagt gar nichts. Mal sehen, was oben passiert. Bin ja dann gespannt. So. Oh, der hat zurückgeschossen. Okay. Der war nicht schlecht. So. So. Und ich würde sagen, ab hier machen wir Pause. Also, skippen wir den Part, damit wir das alles auf einen Part kriegen. Geil! Das ist ja nice. Oh! Cool. Das werde ich ein paar Mal einsetzen, glaube ich. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Oh, ich würde gerne mal, dass der hier so ein paar Sachen einfach macht, ne? Hier passiert das. Hier macht der Schleichi mal. Schleichischen. Nee. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Und ich glaube, ich muss die Helligkeit nochmal ein bisschen runternehmen. Aber das werde ich gleich sehen. Bis dann. Ciao.